Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was auch immer. I don't know. Das da. Gefährliche Fahrten. Oh, wir haben bloß noch vier. Raus aus dem Hafen. Ja, das klingt realistisch. Ab weg hier. Am Out of here. Schau mal, Pedestrians gibt's hier schon mal. Aber wir müssen... die Kurve rückwärts. Da kann ich wenden. Ah ne, da muss ich raus. Leute, ihr seid doch verrückt. Wie genau stellt euch das bitte vor? Darf ich mal kurz mit meinem Manager sprechen? Ich sag das ja nicht quite often, aber that's impossible. Digga, das ist ein Auto. Wie soll das gehen? Leute, ich bin Fahranfänger. Please, stop it. Oh mein Gott, das wird nie im Leben was. Ich sehe halt nicht mal, was der Auflieger macht. So, das ist der Rückspiegel zu Ende. Und ich habe auch nicht die Außen... Normalerweise würdest du jetzt aussteigen, gucken, wie dein LKW steht, wie der Auflieger steht, dir kurz Gedanken machen, wieder einsteigen, weiter rangieren. Geht hier aber nicht, weil es ist ein Punktabzug. Aber ist mir scheißegal. Ja, das ist die falsche Kameraansicht. Okay, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Platz. Okay, so wieder einsteigen. Also ich habe noch genug Spielraum. Ich muss den Auflieger auf jeden Fall wieder so gerade bekommen, dass ich sehe, was er macht. Ohne dass ich mir dabei in die Hose mache. That's the spirit. Was ist mit diesem Motor los? Hat der LKW so eine komische Start-Stopp-Automatik oder was? Was? Hey, wo denn? Da rechts ist noch Platz? Da sehe ich locker, dass nur mindestens eine Pixelreihe. Hör mal, wo denn? Guck mal, das ist doch Platz. Schnell weg, Alter. Hier kriegst du Strafpunkte fürs einfach rumstehen. Was mit dem Spiel los? Ja, halt. Wollte ich noch ein bisschen weiter nach rechts und jetzt mit meiner The Fast and the Furious Lenkung. Oder kriege ich Punkteabzug, weil ich die Fahrzeuge auf meinem Auflieger berühre? Ganz ehrlich? Aktuell würde ich dem Spiel sogar zutrauen. 800 Punkte. Ah, siehst du hier, schon 0 Punkte. Egal, geschenkt. Oh, ein Boot. Freie Bahn mit Marzipan. Mal schauen, was uns erwartet. Ich bin doch möglichst mittig durch die Brücke durchgefahren. Digga! Dann holt euch eine höhere Brücke. Please. Versucht nachzudenken. Deswegen plant man so eine scheiß Fracht vorher. Wow. Ja. Ist schon wieder Schneebiom hier. Hui. Auf und ab, Alter. Wo muss ich da vorne lang? Ah ne, ich muss doch hier nach rechts. Okay.
Oh, Alter, ist das eine schöne Gegend hier. Diese Lenkung, Alter. Ich war schon völlig nach links eingeschlagen und der fährt trotzdem einfach gerade. Egal. Das ist so traurig. Ich glaube, wie viel müssen wir eigentlich noch machen? So viele waren es doch gar nicht mehr. Oh. Muss ich rückwärts fahren oder vorwärts fahren? Wo ist der Auflieger? Leute, sag mir doch lieber erstmal, wo mein Auflieger ist. Du solltest einen beladenen Auflieger abholen, bist aber schon lange unterwegs. Es ist vorgeschrieben, dass du eine Pause einlegst und dich ein paar Stunden erholst. Folge den Serpentinstraße den Berg hinab und suche den Platz zum Parken. Erfreulicherweise gibt es entlang des Weges einige Aussichtsplattformen mit Parkplätzen. Also eine Aufgabe ohne Auflieger? Ich fahr einfach mal los. Nope. Das war ja richtig verkackt. Schön, wenn sich die Welt immer erstmal so Stück für Stück aufbaut, ne? Ja gut, ich meine, ich glaube, die Strecke könnte man noch mit Auflieger gar nicht langfahren. Ja, spätestens hier kommst du mit Auflieger eh nicht lang. So. Da kannst du halt machen, was du willst. Du kannst höchstens fliegen. Ich meine, hey, vielleicht gibt es ja unter euch oder irgendwo auf der Welt sonst echt LKW-Fahrer, die wissen, wie man sowas macht. Also, das ist wirklich doch kein. Aber ich glaube, die Strukturen hier sind viel zu eng. Also, like, viel zu eng. Hier die zum Beispiel auch. Die könntest du mit dem Auflieger halt niemals im Leben nehmen. That's not possible. Ja, aber dafür, dass sie so müde sind, können wir echt gar nicht gut fahren. Ich dachte, es ist jetzt hier so wie bei ETS 2, dass das ab und zu wieder dunkler wird oder sowas. Dass man so übermüdet ist oder sowas. Aber, ich meine, ist ja so ein Klacks. Sagte er und baut seinen Unfall. Bekommt die letzte Worte. Halt, muss ich hier lang? Muss ich jetzt hier Pause machen oder nicht? Ich fahre einfach mal weiter, ne? Ich meine, sieht schon stylisch aus, keine Frage. Aua. Hier muss ich rein. Oder ich kann auch geradeaus, wenn die geradeaus weitergeht nicht. Ja, diesen einen Unfall gerade hatte ich deswegen, war nicht meine Schuld, sondern das liegt daran, dass das Spiel unter DirectX läuft. Das war das Problem, wenn ich jetzt meine Maus hier oben habe. Und hier unten, okay, kann man gerade nicht zeigen. Ja. Hier könnte man kurz ein bisschen zeigen. Ja, jetzt, wo ich zeigen möchte, kann man es nicht zeigen. Na gut, vielleicht zeige ich es dann mal, wenn es soweit ist. Nein, nicht neu starten. Aufgabe verlassen. Baustelle. Vielleicht kann ich das hier zeigen. Guck mal, wenn ich jetzt hier meine Maus bewege. Ich bewege meine Maus nach links. Nach rechts. Ne, doch nach links.
Warum geht das jetzt so? Okay, ich habe nichts gesagt. Dann war der Unfall wohl gerade doch mein Fehler. Aber ich habe gerade gespürt. Na, vielleicht kennt die selber Wine benutzen, das Problem, dass wenn du DirectX-Spiele spielst und die im Fenstermodus spielst, also mit diesem virtuellen Desktop, so wie ich das gerade mache, dass dann die Maus, wenn du sie jetzt nach links bewegst, hier stecken bleibt, dass du nicht weiter nach links kommst, weil der Mauszeiger innerlich schon ganz am Anschlag ist. Und das aber hier relativ ist. Also, die Mausposition, die wir hier im Fenster haben, ist relativ zu der absoluten Mausposition innerhalb von Linux. Und quasi, wenn die Maus innerhalb von Linux jetzt schon am linken Bildschirmrand wäre, könnte ich die Maus jetzt nicht weiter nach links bewegen. Und das kann man halt damit beheben, dass man die Maus nach rechts bewegt und ganz schnell nach links bewegt, weil dann aufgrund der internen Mausbeschleunigung die Maus weiter sich bewegen kann, bei gleicher physischen Entfernung. Ja, wie gesagt, das ist habe ich ab und zu. Wie gesagt, vor allen Dingen bei Spielen oder bei Programmen, die in diesen virtuellen Desktop von Wine laufen. Da kannst du unter diesen Einzeigeinstellungen sagen, du möchtest einen virtuellen Desktop simuliert haben. Weswegen ja hier bei dem Spiel auch immer am Anfang dieser blaue Bildschirm kommt. Kennen ja vielleicht einige von euch, die Wine benutzen. Und sobald man halt das macht und dann ältere Spiele spielt, die unter DirectX laufen, zumindest ist es mir da bisher aufgefallen, kann auch sein, dass bei OpenGL-Spielen genauso ist, hast halt diese Problematik. Und so wie ich es gerade angefühlt hatte, war es nämlich genau das. Ich konnte nicht weiter nach links lenken, weil meine Maus an diesem virtuellen Rand war. Hatte ich jetzt aber ja schon weg ab. Ah, das wird nichts. Ja. Alter, gleich viermal Abzug hier, Alter. Ja. Nein, leck doch! Okay, das versuchen wir in der nächsten Folge nochmal. Das war ja mal grandios.